auf den Kriegsschauplätzen macht eine schnelle Entscheidung notwendig. Denn am 27. August ist Rumänien der Entente beigetreten. Doch der Kaiser zögert. Wilhelm fürchtet, dass Hindenburg das gesamte Charisma des Siegers auf sich vereint und es nicht ihm oder dem Hause Hohenzollern zukommt. Und eigentlich fürchtet Wilhelm vor allen Dingen Ludendorff, der ein brutaler und durchsetzungsfähiger Typ ist, und er will ihn eigentlich unter keinen Umständen in dieser Position haben. Aber dann ist die Situation eben doch so schwierig mit dem Kriegseintritt Rumäniens, dass sie glauben, nicht anders zu können, als in diesen nun wahrlich vergifteten Apfel zu beißen. Wenn Eure Majestät Hindenburg und Ludendorff nehmen, prophezeit ihm der unterlegene Falkenhayn, dann hören Euer Majestät auf, Kaiser zu sein. Als Deutschlands Nummer 1 bestimmt fortan der erste Generalquartiermeister die gesamte Kriegsführung der Mittelmächte. Erich Ludendorff ist am Ziel. Unterdessen hat sich der Gefreite Adolf Hitler in seiner neuen Rolle als Meldegänger des Regimentsstabes auf Dauer eingerichtet. Hitler hat in der Regel ein sehr positives Verhältnis zu seinen Vorgesetzten. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen kommt er gut mit ihnen klar und sie kommen gut mit ihm klar. Denn Hitler ist in einem traditionellen Sinne ein guter Soldat. Er macht das, was ihm aufgetragen wird. Er macht auch innerhalb dieses Rahmens durchaus mehr manchmal, als von ihm gefordert wird. Er ist allerdings ein reiner Befehlsempfänger. Seine Vorgesetzten sehen in ihm überhaupt keine Führungs- oder Führerqualitäten. Hitler hat ja dort als Resultat dessen während des ganzen Krieges nie Befehlsgewalt, auch nur über einen einzigen anderen Soldaten gehabt. Er wurde durchaus natürlich zu Kriegsbeginn nach der ersten Schlacht Gefreiter, aber damit war keine Befehlsgewalt über andere Soldaten verbunden. Im französischen Fourne-en-Web haben die Meldegänger des 16. Bayerischen Reserve-Infanterieregiments im Sommer 1916 ihre Unterkünfte. Hitler soll sogar ein Liebesverhältnis mit einer Französin gehabt und einen illegitimen Sohn gezeugt haben. Bewiesen wurde das nie. In einem Garten nahe der Hauptstraße ist eine deutsche Sanitätsstation untergebracht. An dieser unscheinbaren Backsteinmauer entsteht damals ein besonderes Foto: der Gefreite Adolf Hitler im Kreise seiner Kameraden. Später wurde das Bild millionenfach für des Führers Gefolgschaft vervielfältigt. Gesicherte Erkenntnis über Hitlers Verhältnis zu den anderen Soldaten des Regimentes ist, dass Hitler gut mit den Soldaten des Regimentsstabs klarkam, also mit seinem unmittelbaren Umfeld. Gut klargekommen heißt allerdings in diesem Fall, dass ihn seine Kameraden als etwas eigenartigen Kauz empfunden haben, der irgendwie in meiner Ecke sitzt und Bücher liest und Zeitungen liest, den man nicht so ganz ernst nimmt, den aber eigentlich alle ganz nett finden und der auch dadurch kameradschaftlich behandelt wird, der auch wiederum, wenn zum Beispiel während des Krieges Soldaten nach Lille fahren dürfen an einem Tag, der während dieser Zeit lieber durch die Straßen zieht und Häuser und Ruinen skizziert, als mit seinen Kameraden entweder in die Kneipe oder auch ins Bordell zu gehen. Also von daher wird Hitler von diesen Leuten respektiert, er gehört aber nicht so ganz dazu. Entgegen der späteren Behauptung, der Führer sei in seiner Funktion als Meldegänger von Schützengraben zu Schützengraben eilend des Öfteren durchs Feuer gelaufen, hält sich Hitler meistens einige Kilometer hinter der Front auf. Seine Einheit wird im Herbst 1916 nach Süden verlegt, auf die blutgetränkten Killing Fields an der Somme, wo die Briten am 1. Juli eine Großoffensive begonnen haben. Allein am ersten Tag haben hier über 20.000 Mann ihr Leben verloren. Die Narben der Schlacht sind noch heute sichtbar. Monatelang tobt hier der Kampf von Schützengraben zu Schützengraben, Mann gegen Mann, um ein paar hundert Meter Gelände.
Wer hierher abkommandiert wird, weiß, dass er keinerlei Einfluss mehr auf sein Schicksal haben wird. Erstmals filmt ein deutscher Propagandatrupp ganz offiziell einen Kampfeinsatz. Bei unseren Helden an der Somme heißt das Werk fürs Kino an der Heimatfront. Unvorstellbare Mengen von Kriegsmaterial werden in die Schlacht geworfen, hunderttausende Soldaten für immer neue Vorstöße geopfert. Das Hauptproblem in Hindenburgs respektive Ludendorffs Perspektive ist eigentlich weniger die Moral der Truppe als die verfügbaren Ressourcen. Der Umstand, dass man an der Somme die Front gehalten hat, gibt im Prinzip wieder ein relativ großes Zutrauen. Die Veränderung in der Struktur der Verteidigung, die sich hier an der Somme erstmals zeigt, bei der man in der Lage ist, die Materialüberlegenheit des Gegners auszugleichen durch das Gewinnen von Tiefe, durch neue Formen der elastischen Verteidigung, zeigen, jedenfalls für die dritte oberste Heeresleitung, dass wenn man schneller lernt als die andere Seite, zumal in taktischer Hinsicht, man in der Lage ist, die Materialüberlegenheit auszugleichen. An der Somme dabei ist auch der britische Kameramann Geoffrey Mullins. Im Auftrag des War Office filmt er die Vorbereitungen und die eigentliche Schlacht. Erstmals gelingen ungestellte Aufnahmen des tatsächlichen Kriegsgeschehens im Ersten Weltkrieg. In den Schützengräben machen sich die Soldaten des Empire bereit für den nächsten Angriff. Dann beginnt das Trommelfeuer. Die Kanoniere schießen aus allen Rohren, um den Vorstoß ihrer Soldaten zu sichern. Das Schlachtfeld liegt im Nebel der Explosionen. Auch die Deutschen erleiden schwere Verluste. Hinter der Front stehen Lazarettwagen bereit, um die Verwundeten abzutransportieren. An der Somme bringt das britische Artilleriefeuer auch die vermeintlich sicheren Soldaten hinter den vordersten Linien in Gefahr. Am 5. Oktober 1916 wird auch der Meldegänger Hitler erstmals seit Kriegsbeginn verwundet. Was in der Somme passiert war, war, dass Hitler im Unterstand war und eine Granate reingefallen ist. Und es wurden halt mehrere Leute in dem Unterstand, inklusive Hitler, verletzt und schwer verletzt. Hitler selbst wurde am Oberschenkel verletzt. Es gibt immer wieder Spekulationen, gerade auch in der britischen Boulevardpresse, ob nicht mehr als nur der Oberschenkel verletzt wurde, ob eine angebliche Impotenz Hitlers auf diese Zeit zurückgeht. Es waren zumindest schon Verletzungen, die es erforderlich gemacht haben, dass Hitler nach Deutschland zurückverlegt wurde und Wochen und Monate lang außer Gefecht war. Zur Genesung wird Hitler nach Belitz bei Berlin verlegt. Durch Zufall wurde vor ein paar Jahren bei Ypern ein unterirdischer Bunker aus dem Jahr 1916 entdeckt. Nicht weit hinter den deutschen Linien verrichteten Ärzte und Sanitäter hier ihr blutiges Handwerk. Ob auch der gefreite Hitler nach seiner Verwundung zunächst in einem solchen Feldlazarett behandelt wurde, ist unklar. An der Somme filmt Geoffrey Mullins auch die ersten realistischen Szenen vom Sterben im Krieg. In 6 Monaten können britische und französische Truppen nur 15 Kilometer weit vorrücken. Die Schlacht fordert das Leben von 1,3 Millionen Soldaten. Ein 20-jähriger Deutscher schreibt damals nach Hause: Die Gräben sind verschüttet und sehen Kartoffelfurchen ähnlich. Tote und Verwundete kennzeichnen die grausige Marshand.
Das hier ist das Schlachten. Die Berichte von der Front lassen auch die oberste Heeresleitung nicht unbeeindruckt. Die Verlustziffern haben sowohl bei Hindenburg als auch bei Ludendorff ganz zweifellos tiefe Betroffenheit hervorgerufen, einerseits. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass man sehr rasch versucht, gleichsam weitere militärische und zivile Opfer zu vermeiden, indem man nach ihrer Intronisation als neue dritte oberste Heeresleitung einen Plan entwickelt, wie eben der Krieg rasch beendet werden könne. Dies zeigt sich sowohl beim Hindenburg-Programm, das zu einer Vervielfachung der Munition und der Geschütze führt. Dies zeigt sich gleichfalls bei dem Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst, wo es das Ziel der obersten Heeresleitung ist, beispielsweise Arbeiter, die noch in den Rüstungsfabriken verblieben sind, durch Frauen an den Maschinen zu ersetzen. Bereits zwei Tage nach der Übernahme der militärischen Verantwortung haben Hindenburg und Ludendorff ein ambitioniertes Programm formuliert. Im Zeitalter des Maschinenkrieges müsse die Industrie den Mangel an Menschenmaterial ausgleichen. Da mit der Zeit alle kriegsverwendungsfähigen Leute an die Front gehen sollen, verlangt die oberste Heeresleitung, die Zahl der Arbeiter durch Kriegsbeschädigte, Kriegsgefangene, Frauen und Minderjährige zu erhöhen. Es obliegt Paul von Hindenburg, diesen totalen Krieg auszurufen. Wir haben dem übermächtigen Ansturm unserer Gegner mit Gottes Hilfe durch deutsche Kraft widerstanden, weil wir einig waren, weil jeder freilich alles gab. So muss es bleiben bis zum Letzten. Nun danket alle Gott auf Blut der Wahlstadt. Sorget nicht, was nach dem Kriege werden soll. Das bringt nur Missmut in unsere Reihen. Die Mustern gestrafft, die Nerven gespannt, das Auge geradeaus. Es lebe seine Majestät der Kaiser und König. Hurra! Nicht alle Deutschen sind einverstanden mit der Mobilmachung an der Heimatfront. Bereits 1914 hat Karl Liebknecht, anders als die Mehrheit der Sozialdemokraten im Reichstag, gegen die Kriegskredite gestimmt. Weil er 1916 auf einer Antikriegsdemonstration in Berlin spricht, muss der Anführer der Spartakusgruppe für 4 Jahre ins Gefängnis. Die Geldsammelaktion Zeichnet Kriegsanleihen wird vor allem von den Politikern der bürgerlichen Parteien rückhaltlos unterstützt. Dass das Volk so um seine Ersparnisse gebracht wird, kümmert sie wenig. Selbst demokratisch gesinnte Politiker wie Matthias Erzberger und Gustav Stresemann, die nur wenige Jahre später in der Republik von Weimar die Kriegsfolgen tragen müssen, präsentieren sich 1917 noch als Befürworter. Insgesamt funktionieren auch die Kriegsanleihen weiterhin. Sie sind zwar jetzt nicht mehr so dramatisch überzeichnet, aber auf diese Weise ist das Geld, das damit eingesammelt werden soll, kommt das weiterhin zusammen. Das Problem ist nur, dass sich zwischen dem späten 1916 und dem frühen 1918 die Kosten des Krieges ungefähr verdoppeln. Das ist eine Folge der Ludendorffschen Entscheidung, Soldaten durch Material zu ersetzen. Also in gewisser Hinsicht auch Blut zu sparen, die Verluste zurückzufahren. Aber das führt dazu, dass der Krieg teurer wird. In der Heimat betteln Kriegskrüppel auf den Straßen um Almosen. Die Verlustlisten werden immer länger. Kaum eine Familie, die keinen Toten zu beklagen hat. Es breitet sich sicherlich in breiten Kreisen so etwas wie Verzweiflung aus. Ich will nicht sagen Resignation, aber Verzweiflung über die Höhe und das Ausmaß der Opfer. Und es ist kein Ende in Sicht. Erst 1917 kommt es zu den ersten größeren Hungerrevolten, weil nach dem furchtbaren Steckrübenwinter 16/17 die Versorgungslage immer schlechter wird. Und das ist ja gewissermaßen das Versprechen des Staates. Ihr müsst Opfer bringen, ihr müsst eure Söhne und eure Männer und wen auch immer bereit sein zu opfern, aber wir versorgen euch dafür. An der Heimatfront tobt der Kampf ums tägliche Brot. Die Untertanen seiner Majestät hungern, denn die britische Blockade zeigt Wirkung.
Etwa 700.000 Menschen, vor allem Alte und Kinder, werden bis Kriegsende an den Folgen der Unterernährung sterben. Die Armeekrankenhäuser sind überfüllt mit Verwundeten, wo sie wieder fit gemacht werden sollen für den Einsatz an der Front. In Belitz beklagt Hitler den mangelnden Kampfgeist der Soldaten. Feigheit und Charakterlosigkeit hätten um sich gegriffen. Selbstverstümmelungen seien keine Einzelfälle. Im Dezember 1916 besucht er erstmals Berlin, wo er als Tourist die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt bewundert. Schulkinder bringen propagandagerecht Spenden zum Hindenburg-Denkmal im Tiergarten, das gerade errichtet worden ist. Hitler wird später die schlechte Stimmung in der Heimat verantwortlich machen für die Niederlage. Da er über keinerlei soziale Kontakte verfügt, betrachtet er die Kriegsmüdigkeit nur aus der Distanz, ohne sie zu verstehen. Hitler will so schnell wie möglich zur Front zurück und vor allen Dingen, er möchte auch zur eigenen Einheit zurück. Denn während dieser Zeit soll eigentlich Hitler nach der Verletzung in eine andere Einheit geschickt werden und er schreibt dann ein sehr bettelnden Brief an den Regimentsstab des List-Regiments und bittet, zurück an die Front zu kommen, denn er möchte zu seiner Ersatzfamilie zurückkehren. Diese Art von Geborgenheit im Krieg ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element für Hitler. Ich glaube schon, dass darüber hinaus sich Hitler durchaus mit dem Krieg identifiziert, dass er sich mit Deutschland identifiziert. Aber dieses Persönliche, dieses Gefühl der Geborgenheit, dieses Gefühl, eine Ersatzfamilie gefunden zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig für ihn während des Krieges. Ein Foto zeigt ihn im April 1917 zusammen mit anderen Meldegängern und Telefonisten im Ruhequartier des Regiments in Frankreich. Die schweren Kämpfe der letzten Monate hat er ebenso wenig mitbekommen wie die Verzweiflung seiner Kameraden angesichts des blutigen Gemetzels. Währenddessen ist die oberste Heeresleitung mit Hindenburg und Ludendorff an der Spitze bestrebt, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren. Wichtig ist zu sagen in diesem Zusammenhang, dass es Erich Ludendorff gelingt, 1916-17 sich eben Bundesgenossen in der Wirtschaft zu schaffen. Rathenau, Krupp, Stinnes, Duisberg seien hier genannt als führende Vertreter der Großindustrie, aber eben auch auf Seiten der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. Also es gibt enge Verbindungen auch zwischen Erich Ludendorff, zwischen den Reichstagsparteien, den Gewerkschaften und der Industrie. Und so rollen tagtäglich Rüstungstransporter aus den deutschen Waffenschmieden an die Front. Einen Termin im Kriegsministerium zu bekommen, sei kein Problem mehr, bemerkt einer der Industriemagnaten enthusiastisch. Ich denke, dass die entscheidende Veränderung, die von Ihnen durchgeführt wird, darin besteht, dass Manpower durch Equipment ersetzt wird. Das heißt, sie verkleinern die Einheiten. Regiment hat jetzt nur noch 9 Kompanien statt 12 Kompanien, aber sie erhöhen die Feuerkraft, indem sie mehr Maschinengewehre zum Einsatz bringen, die Divisionsartillerie verstärken, auch darüber sich Gedanken machen, dass man neben dem schweren, wassergekühlten Maschinengewehr, ein leichtes Maschinengewehr braucht. Also sagen, sie investieren im Prinzip in die materielle Ausstattung des Heeres mit der Vorstellung, dass man in der Lage sein wird, wenn denn in Russland endlich der Krieg zu Ende wird, die Entscheidung im Westen zu suchen. Hoffnung keimt auf, als im Februar 1917 eine provisorische Regierung die Macht in Russland übernimmt und den Zaren zur Abdankung zwingt. Doch die neuen Herren in Petrograd entscheiden sich, den Krieg fortzusetzen. Wladimir Iljitsch Lenin und 3 Dutzend bolschewistische Revolutionäre reisen im April mit deutscher Hilfe aus dem Exil nach Russland. Berlin unterstützt sie mit Millionen, denn Lenin hat Frieden versprochen. In den Planungen für die Rückführung Lenins aus dem Schweizer Exil spielte Ludendorff eine geringe Rolle. Diese Planungen wurden ihm als bereits feststehend und fertig vorgelegt
und Ludendorff hat diesen Plänen zugestimmt als einen weiteren Wechsel für die Zukunft. Ob er wirklich der Überzeugung war, dass gleichsam hier von Lenin eine entsprechende Revolutionierung ausgeht, muss meines Erachtens offen bleiben. 2 Jahre lang hat Wilhelm II. Den Einsatz seiner geliebten Kriegsflotte verweigert. Erst 1916 kommt es zu einer einzigen Seeschlacht im Skagerrak. Die 3. Oberste Heeresleitung entschließt sich, die kaiserliche Marine in ihre neue Strategie zu integrieren. Erich Ludendorff ist ein sehr moderner Offizier gewesen. Er hatte sehr früh erkannt, schon während seiner Ausbildungszeit, dass ein Krieg, der immer totaler wird, nicht alleine durch Landstreitkräfte geführt werden kann, sondern dass dazu gerade mit Blick auf Großbritannien auch der Einsatz von Seestreitkräften notwendig ist. Und Ludendorff versteht es sehr geschickt, in Übereinstimmung mit der Seekriegsleitung, die gleichsam seit langem schon mit den Hufen scharrt, um nun endlich im großen Stil in diesem Krieg eingreifen zu können, einen Schulterschluss zu machen und durch einen, wie man es genannt hat, maritimen Vernichtungskrieg Großbritannien von einem weiteren Engagement auf dem europäischen Festland fernzuhalten. Seit der Versenkung des britischen Luxusdampfers Lusitania im Mai 1915 warnen die neutralen USA vor dem uneingeschränkten Einsatz deutscher U-Boote. Die Marine will ohne Rücksicht zuschlagen, denn auch Passagierschiffe würden regelmäßig Waffen und Munition transportieren. Ludendorff war der festen Überzeugung, gestützt durch Informationen der Seekriegsleitung, dass es möglich sein werde, durch den U-Boot-Krieg Großbritannien militärisch niederzuringen. Die dahinterstehende große Gefahr, dass die bis dato neutralen Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, in den Weltkrieg eingreifen könnten, hat er negiert. Es gibt von ihm den berühmten Ausspruch, ich pfeife auf Amerika, oder ein anderes Wort von ihm lautet, schwimmen können sie nicht, fliegen können sie nicht, also können sie auch nicht kommen. Es ist diese verhängnisvolle Unterschätzung der Fähigkeit der Vereinigten Staaten, gleichsam aus dem Stand heraus ein Millionenheer aufzustellen, die der Stratege und selber erfolgreiche Kriegsmanager Erich Ludendorff eben vollkommen unterschätzt hat. Gott strafe England, heißt es auf einer Hauswand nahe der französischen Stadt Arras. Anfang April 1917 haben alliierte Truppen hier eine Großoffensive gestartet und den Deutschen einige Kilometer Land abgetrotzt. Zum Einsatz kommen auch 40 neuartige Panzer, die den Vormarsch unterstützen. Weil die Deutschen in den ersten Tagen der Schlacht nicht zu einem Gegenangriff in der Lage sind, ersetzt Ludendorff den bisherigen Stabschef der 6. Armee durch einen ausgewiesenen Defensivspezialisten. Also das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass die Deutschen in der Lage sind, immer wieder auf diese Materialüberlegenheit der Westalliierten zu reagieren. Und dabei kommt einem, ja, wie soll ich sagen, der klugen Analytiker in der Umgebung Ludendorffs. Für solche Leute hat er offenbar einen Blick gehabt, dem Oberst Fritz von Lossberg eine bedeutende Rolle zu, der das System der 3 Gräben, mit denen bislang verteidigt worden ist, auflöst, eigentlich überhaupt keine Gräben mehr bauen lässt, sondern schachbrettartig die Verteidigung in die Tiefe hinein organisiert. Und dadurch kann man auch keinen Graben mehr unter konzentriertes Feuer nehmen, sondern man muss einen sehr viel größeren Bereich unter Feuer nehmen, mit dem Ergebnis, dass die Überlegenheit an schweren Kanonen sich nicht auswirkt. Sondern wenn die westalliierte Seite 3-mal so viel Kanonen aufbaut, dann nimmt halt Lossberg 3-mal so viel Raum an in Tiefe in die Verteidigung und dann bleibt sich im Prinzip das Ganze tendenziell gleich. Lossbergs Idee ist,